Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema den Standort der richtigen Ferienwohnung finden. Wir sprechen heute mit Kevin Corris vom Erhört Podcast und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kevin, stell dich gerne einfach einmal kurz vor. Ja, moin, mein Name ist Kelvin. Genau, hat Jens schon schön eingeleitet. Ich selbst bin 25 Jahre alt, habe seit knapp 3 Jahren jetzt den Podcast, noch nicht ganz, aber bald sind es 3 Jahre. Und genau, ich begleite sowohl Starter als auch Fortgeschrittene beim Business und mache das Ganze selber jetzt auch seit 3 Jahren ziemlich genau. Habe mir ein Portfolio von ungefähr 55 Einheiten aufgebaut. Genau, und bin damit ganz deutschlandweit aktiv an 11 Standorten insgesamt. Und da ist natürlich super spannend, wie finde ich die richtigen Standorte, warum ist die Standortauswahl so wichtig und was brauche ich dafür, um eine Entscheidung zu treffen, an welchen Standort ich gehe oder um herauszufinden, ob der Standort, an dem ich starten möchte, dafür auch geeignet ist. Genau, Cool. da haben Wie gehst du Jens. denn da vor? Genau, Jens und ich haben schon vorher gesagt, wir nehmen den Jens erstmal als kleines Beispiel und der Jens darf mir jetzt mal sagen, wie er als Fevo-Starter, wo er starten möchte oder mit welcher Zielgruppe. Eins von beidem, da musst du dich jetzt entscheiden. Okay, ja, eine Zielgruppe habe ich im Kopf und zwar Leute, die gerne Rennrad fahren. Die machen ja auch gerne Urlaub, die haben ein großes Budget, da habe ich mir gedacht, weil das ist doch eine geile Zielgruppe, für die mache ich jetzt ein Airbnb auf und dann mache ich so ein richtiges Nischending und dann ist da so alles das, was der Fahrradfahrer braucht in der Ferienwohnung. Und ich bin komplett deutschlandweit oder egal wo, letzten Endes wäre ich flexibel, aber das wäre jetzt meine Startzielgruppe. Was hältst du denn davon? Also erstmal sehr gut, dass es spitz ist. Im Marketing liebt man spitze Zielgruppen. Gut ist auch schon mal, dass man sagt, man ist nicht irgendwie, man will nicht 4 Zielgruppen gleichzeitig ansprechen. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dich auch andere Gäste in der Ferienwohnung begrüßen werden. Also du wirst nicht nur Fahrradfahrer bekommen, aber das ist dir selber wahrscheinlich auch bewusst. Hast du denn schon eine Idee, wo du starten möchtest? Hast du einen Radius oder bist du da relativ frei in deiner Entscheidung? Also ich dadurch, ne, in unserem Beispiel, ich bin ja jetzt kompletter Neuling und ich habe mir jetzt überlegt, es wäre natürlich ganz gut, wenn es mal brennt, dass es nicht allzu weit ist. Also wenn meine Ferienwohnung jetzt irgendwo in Dresden oder so wäre oder bei dir in Leipzig, das ist ja schon eine Ecke zu fahren von Köln aus. Ich würde das dann ganz gerne in der Eifel machen und habe mir überlegt, ja, da sind die Immobilienpreise vielleicht noch human, da komme ich vielleicht günstiger dran, um ein Mietobjekt irgendwie günstiger zu bekommen als jetzt in der Stadt und es ist attraktiv, um Fahrrad zu fahren. Das heißt, da hätte ich einen ganz guten Zielgruppenfit und auch für die Off-Season, so im Winter oder so, ist es vielleicht ganz nett als Wellness-Szenario, das Ganze mit einem Hot Tub, einem Spa-Bereich oder irgendwie so auszustatten, dass man auch so die Wintermonate gut voll bekommt. Okay, also erstmal ist es top, das ist natürlich nicht immer so, aber erstmal ist top, dass du auch an beide Saisons gedacht hast, also dass du sowohl an den Winter als auch an den Sommer denkst in deiner Herangehensweise. Eifel natürlich auch ein hochtouristisches Gebiet, müssen wir uns nichts vormachen, da wirst du viele erreichen, wahrscheinlich hauptsächlich Touristen, aber da du Fahrradfahrer als Touristen ja auch ansprichst, passt das sehr gut. Jetzt noch die Frage, wie groß ist denn die Fahrradfahrgruppe, die du erreichen möchtest? Ist das so ein Einzelrider oder so ein Pärchen oder ist das eine größere Fahrradgruppe? Was hast du dir denn da gedacht? Habe ich mir noch nicht so viel Gedanken zu gemacht. Ich denke, das sind so 2 bis 4 Personen, die da schon irgendwie unterkommen sollten. Dass man, also man macht ja wahrscheinlich dann so einen Fahrradurlaub eher zu zweit als alleine und gerne auch in einer Gruppe. Wenn es sich ergeben würde, vielleicht auch direkt 2 Objekte nebeneinander, dass man vielleicht auch mit einer Reisegruppe oder einer Ausfahrt oder so von ein paar Leuten, die entsprechend beherbergen kann, das wäre natürlich dann das Optimum. Je nachdem auch was, wie ich jetzt in der Objektsuche irgendwie vorwärts komme. Das wirst du mir vielleicht oder uns gleich noch ein bisschen genauer darstellen, wenn ich jetzt, Genau. ja. Ich würde einfach mal den Bildschirm teilen und wir gehen mal in die. Ah, ich darf das noch nicht. Das Ah, musst du mir warte, jetzt ich freigeben. kann dir das einmal Genau. freigeben. Genau. Jetzt. So, und dann würde ich sagen, wir schauen uns das einfach mal an, weil da ist es einfach einfacher. Was schaust du dir denn jetzt an? Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was es so in der Eifel für ein Angebot gibt. Ich sehe Also, gerade nur schwarz, oh, übrigens. das ist nicht gut. Jetzt siehst du was, jetzt nicht Jetzt mehr. sehe Ja, ich den ich. Raumplaner und Ja, okay.
dann muss ich nochmal mit der Bildschirm auf, muss ich nochmal stoppen und nochmal komplett freigeben. Ich arbeite das erste Mal mit externen Bildschirmen. Ne, jetzt siehst du wieder nur den Raumplaner, das ist nicht gut. Siehst du, ich bin noch nicht so Webinar approved. aber kriegen wir hin. Also ich würde zuerst immer vorschlagen, dass man sagt, man geht auf die Portale selbst und guckt einfach mal, seht ihr jetzt, ja, jetzt bin ich bei Booking, ja, so ist gut. Ah, okay, perfekt. Und schau mal, was die Eifel mir so, mit einem F natürlich, was die Eifel mir so rauswirft. Jetzt erstmal für zwei Erwachsene, schauen wir mal ganz entspannt, gucken auch mal vielleicht auf ein Zimmer, damit wir möglichst viel angezeigt bekommen und wir gehen mal an den Ende des nächsten Monats. Wir haben ja zum Glück gerade den Trend, dass die Leute kurzfristig buchen. Da dürften wir relativ viel angezeigt bekommen. Ist auch tatsächlich so. Es ist wirklich ein größeres Angebot. Wenn wir jetzt auf ganze Unterkünfte und Wohnungen gehen, was ja das auch für uns Wichtige ist, sehen wir haben 238 Unterkünfte, die sich alle im Segment von zwei Gästen und einem Zimmer befinden. Wir haben nur Ferienwohnungen, also es ist ein sehr, sehr großes Angebot. Da muss man sich dann jetzt an deiner Stelle bewusst sein, okay, man hat einfach mit viel Konkurrenz zu kämpfen, wobei man auch sagen darf, gerade in Ferienregionen, die auch schon älter besiedelt sind oder so, hat man natürlich auch ältere Ferienwohnungen, die vielleicht jetzt im Style nicht so 100% punkten, wo man sagen kann, okay, wenn du da wirklich eine richtig schicke Wohnung machst, hängst da zwei, drei Fahrräder noch rein, hast wirklich eine Top-Ausstattung auch für diese Fahrradtouristen am Start, dann wirst du schon, also wir sehen es ja hier, sehr moderne Tapete, sehr modernes Bett, da wirst du relativ schnell, relativ gut punkten können, da bin ich mir sicher. Und man sieht auch, für vier Nächte sind die Preise durchaus attraktiv, trotz des großen Angebots. Ja, also das kann man schon mal feststellen, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt möchte ich dir aber gerne zeigen, weil ich dich ja davon überzeugen möchte, dass es wichtig ist, eine gute Zielgruppe zu haben, beziehungsweise auch eine starke Abhebung der Konkurrenten. Wenn du das Ganze für sechs Personen anbietest, gibt es nur noch 64 Unterkünfte bei drei Zimmern und du bekommst für denselben Aufenthalt, also für dieselbe Aufenthaltsdauer locker das Doppelte. Ja, für die Unterkünfte, das ist schon mal spannend. Da gibt es natürlich Unterkünfte, die sind nochmal ein bisschen günstiger. Das sind dann wahrscheinlich auch die, die kein dynamisches Pricing haben. Das ist jetzt aus der Gastperspektive super. Ich denke aber, wir siedeln uns eher so zwischen 700 und so zwischen 700 und 800 Euro an. Man sieht, hier gibt es dann auch noch andere Ausreißer, Hotels oder so am Schloss. Die kosten dann 2.700. Aber so in der großen Range ist man so bei gut 500 bis 700 Euro. Jetzt auch nochmal höher. Also da sehen wir schon mal, okay, ist das auf jeden Fall interessanter. Es gibt viel weniger Angebot. Ne? Wenn wir jetzt nochmal reinhüpfen, wir können uns dasselbe auch nochmal angucken für einen Zeitraum, der nicht mehr so weit weg liegt. Also nehmen wir einfach mal dieselbe Anzahl an Tagen und gucken einfach mal, wie das Ganze in einer Woche aussieht. Wenn du spontan reisen möchtest, gibt es 49 Unterkünfte. Preise sind in der Tendenz sogar nochmal höher. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und wenn wir da jetzt aber auf zwei Gäste gehen und wieder auf ein Zimmer, wirst du sehen, dass der Anteil der verfügbaren Unterkünfte sehr viel kleiner ist. Also wir haben fast 200 Unterkünfte weniger im Angebot bei derselben Suche, bei denselben Anzahlen von Nächten innerhalb der nächsten Woche. Aber bei den großen Unterkünften haben wir viele Hotels als Konkurrenten und wir haben auch dort nur noch zwei Drittel der vorher angegebenen Nachfrage. Das bedeutet, also es ist sowohl als auch gerade im Sommer einfach spannend in der Eifel. Also auch mit kleinen Unterkünften kriegt man da gut was weg. Aber man muss sich einfach bewusst machen, auch für nächste Woche gibt es einfach immer noch 151 Unterkünfte. Das ist echt eine ganze Menge. So, und da hat man so einen ganz guten Einblick erstmal davon bekommen, okay, was gibt es? Man kann das Ganze jetzt natürlich noch verfeinern, wenn man sagt, man möchte noch mehr Filter einsetzen. Das kann man dann in der Suche davor machen, wo du dann hier nochmal richtig auswählen kannst, mit Küche, mit Fernseher, was du alles so brauchst. Das kann man dann gut auf der Startseite nochmal aussortieren. Also wenn du da sagst, du möchtest mir noch
zwei, drei Eingrenzungen geben, können wir uns das auch gleich nochmal angucken. Aber ich zeige euch jetzt mal AirDNA. Lasst euch nicht blenden. Man kann das alles hier schön mit Bezahlstatus machen und das ist auch alles echt nicht so günstig, funktioniert aber super, wenn man das Ganze auch, also einen kostenlosen Account kann man immer machen und wenn man dann hier einfach reingeht und guckt, geben wir jetzt einfach mal Eifel ein, ich bin mal gespannt, ich habe in der Eifel tatsächlich selbst noch nicht gesucht, sonst müssten wir mal, ja, Prüm ist doch gut, Prüm ist direkt in der Eifel mittendrin. Und dann sehen wir, es gibt insgesamt 630 Unterkünfte, die registriert sind bei Booking, bei Airbnb und Fevo Direkt. Bei RBO gehört zu Fevo Direkt. Und das sind 629 Unterkünfte. Dann haben wir hier noch eine wichtige Kennzahl, das ist die, der Durchschnitt an Tagesübernachtung. Also was bezahlt der Gast pro Nacht im Schnitt? Da sind wir bei 92, zahlt im August weniger als im Februar. Man sieht also auch, das Wintergeschäft läuft sehr gut dort. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und der Durchschnittsrevenue, also das, was am Ende kleben bleibt im Monat, wird hier auf 1.222 geschätzt. Das ist jetzt nicht so hoch, ist aber auch nicht schlecht. Also es ist jetzt kein, wir sehen jetzt schon, okay, es ist kein riesiges High Potential. Das wird auch einfach was mit der Menge der Unterkünfte zu tun haben, auf wenn doch eher nicht so großes Gebiet. Wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir, wir haben 21 Studios, wir haben 214 Einraumwohnungen und wir haben 185 Zweiraumwohnungen. Ja, das ist also das ist eine ganz schöne Menge. Da haben wir insgesamt ja, knapp 430 Objekte im Ein- bis Zweiraumsegment und alles, was danach kommt, 87, 26 und alles, was größer als 5 Zimmer hat, sind nur 57, also 10% des kompletten Marktes und unten drunter sogar, so ungefähr bei 8%. Und was wir auch sehen, ist hier nochmal die Annehmlichkeiten, also was ist besonders nachgefragt oder was gibt es besonders oft an Annehmlichkeiten, die den Leuten wichtig sind und wir sehen, lustige, es ist echt eine lustige Zahl. 36% der Unterkünfte haben scheinbar keine Heizung angegeben. Ich weiß nicht, ob es Waldhütten sind oder was es sind, aber 36% der Unterkünfte haben keine Heizung. Wir sehen hier, 90% aller angegebenen Unterkünfte haben eine Küche. Das ist also dann eine sehr, sehr verbreitete Annehmlichkeit, aber Kabelfernsehen, und das sieht man an eigentlich jedem Standort, gibt es unfassbar selten. Die Leute arbeiten also alle mit Netflix und Prime, und jetzt könntest du aus deiner Perspektive einfach überlegen, sind Fahrradfahrer immer so jung wie ich? Oder sind Fahrradfahrer vielleicht auch Gisela und Hartmut, die einfach gerne mal so eine Runde in der Eifel drehen und abends nach Hause kommen und gerne, keine Ahnung, Formel 1 gucken oder so, sollte ich denen nicht irgendwie Kabelfernsehen noch anbieten? Da könntest du dann überlegen, ob das zu deiner Wunschzielgruppe passt oder ob du sagst, nee, mein Angebot ist auf 20- bis Mitte-30-Jährige ausgerichtet und die gucken alle Netflix oder Amazon und haben ihre eigenen Sachen. Das könnte man nochmal so ein bisschen in Frage stellen. Und klar, Pool oder Jacuzzi oder sowas, Whirlpool, das sind immer Sachen, die sind an allen Standorten, jetzt abgesehen von Mallorca oder solchen Standorten, immer sehr nachgefragt, aber wenig vorhanden. Also da hat man schon mal so einen Überblick, okay, was könnte ich denn vielleicht an Extras bieten, die es so nicht gibt. Also hier an der Stelle würde ich zum Beispiel ganz klar empfehlen, baut einen Waschtrockner rein. Fahrradfahrer wollen vielleicht nur 2-3 Tage rasten, wollen aber eigentlich rumfahren, sind also auch eher Kurzzeitmieter und die wollen vielleicht auch einfach mal ihre komplette Tasche durchwaschen, haben aber vielleicht Pech mit dem Wetter, es wird nicht trocken, dann ist so ein Waschtrockner auch echt Gold wert und am Ende wahrscheinlich auch eine sehr große Buchungsentscheidung. Das kann man sich dann gerne angucken. Was ich immer spannend finde, wie sieht die Vermietungsaktivität aus? Und da sehen wir, es gibt nur 33% der Unterkünfte, also 245, die das ganze Jahr über offen haben. Gibt es also auch immer noch Leute, in dem Fall jetzt 66%, die sagen, nee, lohnt sich nicht, mache ich zu die Kiste über eine gewisse Zeit. Und wir sehen sogar ein großer Teil der Unterkünfte, 187%, haben sogar nur bis zu 90 Tage offen. Also die sind nur 90 Tage im Jahr gebucht. Da sieht man also auch, okay, der Markt ist doch noch mal ein bisschen knapper als gedacht. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Es gibt auch tatsächlich einfach Standorte, wo hier 70 ist. Das wäre dann sowas wie Prag oder Mailand oder so.
Da sind eigentlich fast alle Unterkünfte auf Airbnb dauerhaft buchbar. Und wir sehen hier auch die Einstellungen. Das ist echt Kurze cool auf Frage Airbnb. Gerne. dazu. Wäre das für dich jetzt kein Warnsignal? Weil wenn jetzt nur ein Viertel der Unterkünfte sozusagen ganzjährig angeboten werden, ist der Markt vielleicht einfach so wenig nachgefragt, dass sich das für die anderen 75% halt gar nicht lohnt und man da vielleicht gar nicht reingehen würde. Oder ist das eine Chance, weil du sagst, naja, ist ja super, ich mache das halt ganzjährig und professionell und dann werde ich schon zu den 25% gehören, die halt da lukrativ vermieten. Also, was man sagen kann, ist, dass das eine Kennzahl ist von Leuten, die halt von sich aus die Tage freigeben im Kalender. Also, das ist nicht, wie sie durchgebucht sind. Hier sieht man, 53% der Unterkünfte sind full-time available. Das sind echt nicht viele. Also kann man sich oben nochmal die Hälfte wegschneiden. Und wenn man dann sieht, okay, die 53%, das sind 54%, sind mindestens 181 Tage gebucht. Dann kann man schon sagen, okay, das lohnt sich. Wenn jetzt hier oben in der Occupancy Rate von 61%, wenn hier jetzt bei Dezember eine 20 stehen würde, dann wäre das halt ein klarer Standort, wie jetzt, ich sage einfach mal Bodensee. Wir können uns auch gleich noch zwei, drei andere Standorte angucken, aber so richtig saisonale Standorte, wo du halt auch kein Ski fahren kannst, wo du keine Wintersaison hast, wo keine Veranstaltungen sind oder so, wo dann einfach wirklich tote Hose ist. Nordsee ist so ein Beispiel. Gibt es immer über Silvester noch ein paar Buchungen und vielleicht über Weihnachten, aber dann ist eigentlich Ebbe. Erstmal eine längere Zeit, auch an der Ostsee ist das so. Also ich würde es von den Komponenten hier oben abhängig machen. Wenn ich hier sehe, okay, im Februar verdiene ich am Tag vielleicht nur 37 Euro, dann würde ich sagen, okay, es könnten harte Wintermonate werden, aber so würde ich sagen, es ist ein sehr solider Standort. Muss man, man kann nicht mit einem hohen Peak rechnen, weil man sehr durchschnittlich zwischen 80 und 100 Euro verdient. Man muss aber auch keine hohe Angst, also es ist kein hohes Risiko, was man eingeht. Also es ist ein sehr solider Standort. Wenn du jetzt mein Mentoring-Teilnehmer wärst, würde ich sagen, ist ein guter Standort, kann man auf jeden Fall starten, macht man nichts mit falsch. Ist jetzt aber auch ganz klar einfach kein High Potential. Das kann man auch so in den Raum werfen. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wenn du jetzt wirklich die Zielgruppe der Fahrradfahrer hast, dann hast du ja auch ein intrinsisches Interesse. Klar, wir wollen alle Geld verdienen, aber wir müssen ja jetzt nicht nur noch Standorte annehmen, wo eine extrem hohe Gewinnrate dabei ist oder so, weil meistens sind das auch Standorte, die extrem angespannt sind. Also gerade oben am Niederrhein, wenn wir ein Stück weiter hochgehen, in der ganzen Geschichte, dann würden wir sehen, okay, der Standort hat viel weniger Angebot, ist aber auch sehr, sehr viel angespannter und weniger einfach zu handeln. Und da würde ich dann halt auch sagen, dass als Anfänger würde ich vielleicht erstmal die Finger von lassen. Also so alles in allem sind das wirklich sehr gute Raten. Man sieht hier, 67% haben 1 bis 2 Nächte, matcht also sehr, sehr gut auch mit deiner Zielgruppe, scheint dort auch einfach gut zu funktionieren, Leute auf der Durchreise sich so mitzunehmen. Das ist jetzt also kein Standort wie an der Ostsee, wo man 4 bis 6 sehr, sehr häufig hat, beispielsweise, wo das ein sehr großer Zeitraum ist, weil die Leute gleich eine Woche bleiben oder so. Spricht also auch ein bisschen für deine Zielgruppe und zeigt dir dann halt ganz klar, okay, da sind schon Leute aktiv, da kann man das durchaus mal angehen. Und was ich hier halt auch sagen muss, deswegen ist Airbnb halt nicht das beste Tool, aber es ist ein sehr gutes Tool für einen Überblick. Man hat diese Unterkünfte nur von Airbnb und Vrbo. Und jetzt wissen wir es selber, es gibt ganz, ganz viele Gastgeber, die sagen, Airbnb, damit will ich nichts zu tun haben. Ich mache das nur über Booking und über Traumferienwohnungen und über andere Portale, die tauchen hier dann halt einfach auch nicht auf. Das muss man einfach leider so sagen. Das kriegen die nicht abgebildet. Das bedeutet, da fehlt also ein ganz, ganz dickes Stück vom Kuchen. Und ja, für diesen Drittel Kuchen ist das schon eine sehr gute Auswahl. Genau. Kommt natürlich auch auf die Zielgruppe an. Aber Kurzer technischer Hinweis, Kelvin. Wir haben gerade die Meldung bekommen, dass du sehr leise bist. Vielleicht sprichst du etwas lauter. Ich weiß nicht, ob es an meinem Mikrofon liegt, dass ich laut bin oder du so leise. Einfach nur, dass wir kurz darauf achten. okay, ich bin sogar eigentlich mit dem richtigen Podcast-Mikrofon verbunden, aber vielleicht ziehe ich das auch einfach zu mir. Passt das besser? Also hört ihr mich jetzt gut?
Kurze Frage an den Chat. Gib mal bitte kurz Bescheid, ob das so für euch passt. Besser. Super. Besser ist schon mal gut. Okay, dann bleibt es jetzt einfach hier omnipräsent im Raum stehen. Ich dachte, ich kann das vermeiden, aber kein Problem. Genau. So. Genau. Vielleicht schauen wir uns einmal, um so einen Vergleich dazu zu bekommen, einfach mal eine Region an, wo du jetzt sagst, okay, das läuft immer, das ist jetzt so super profitabel oder da ist einfach extrem viel, also so ein Best-Case-Szenario vielleicht zum Vergleich. Also wir können uns einen sehr, sehr interessanten Standort angucken, der aber, wie schon gesagt, auch sehr umkämpft und sehr schwierig ist. Ja, aber wird auch nicht abgebildet. Nee, also es, ja, bringt jetzt hier in dem Fall nichts. Der Standort ist sehr interessant, aber auf Airbnb scheinbar nicht so. Da spielt dann Booking viel mit rein. Ich kann aber mal einen anderen Standort zeigen, wo man eine deutliche Schwankung sieht. Zum Beispiel einfach mal die Ostsee, mal gucken, was die da so zeigen. Zeigen sie nichts, dann suche ich mir einfach mal eine Insel raus. Gehen wir mal auf, obwohl Rügen, ja, ist vielleicht... Vielleicht kannst du einmal deine Gedanken teilen. Du hast gerade Kleve gezeigt. Jetzt kenne ich Kleve überraschenderweise ganz gut und wundere mich, wie zum Henker kommst du auf Kleve? Warum würde ich da denn eine Ferienwohnung aufmachen? Habe ich da jetzt nur die Katholiken, die da hinpilgern? Oder was ist da deine Zielgruppe und warum? Also wie kommt das, gerade wenn du in Leipzig sitzt und wirklich auch keinen lokalen Bezug wahrscheinlich hast, es sei denn, du hast da Family, von der ich nichts weiß. Wie kommst du darauf? Wie kommt das denn dann? Also mein Geschäftspartner wohnt dort. Okay. Vielleicht klärt das das schon mal auf. genau, aber dann gucken wir einfach vielleicht doch nochmal in Kleve rein. Also Kleve ist ein interessanter Standort, wie es viele grenznahe Standorte sind. Wir können auch gleich mal in Papenburg reingehen. Da kriegen wir jetzt ein ungefähr 800 Quadratmeter Haus in die Verwaltung. Wir sehen, Kleve ist, gehen wir doch mal tiefer rein. Ich muss kurz meinen Siri ausmachen, der ist angegangen, warum auch immer. Musst du auch nicht, Siri. So. Also Kleve ist, wie man sieht, einfach unheimlich nah. Das ist schon die erste Stadt in Holland oder Niederlanden, Nijmegen. Und wir sind einfach ungefähr, je nachdem, ne, so, aber so ungefähr 50 Kilometer von der Grenze entfernt. Kranenburg gehört auch noch zum Kreis Kleve. Und man kann sagen, hier auf der Seite, also alles, was hier so auf der Seite von Holland ist, ist ungefähr 60-70% teurer als auf deutscher Seite. Also die Lebenshaltungskosten, weil erstens haben wir hier ganz viele Schutzgebiete, das werden die Leute kennen, die sich ein bisschen mit den Niederlanden auseinandergesetzt haben. Durch den niedrigen Meeresspiegel haben die ganz viele Schutzgebiete. Flutschutzgebiete sind das sozusagen, da darf nicht drauf gebaut werden, weil relativ klar ist, okay, wenn mal Hochwasser kommt, dann kommt es dorthin. Und dann ist das, ich weiß nicht genau, wie das heißt, diese Region haben aber einen ganz bestimmten Namen. Das bedeutet, bebaut ist hier relativ wenig, gerade hier so, wo Seen oder so sind, ist relativ wenig bebaut und man hat sehr, sehr starke Regulierungen. Also es gibt in den Niederlanden gibt es ganz große Ferienparks, also es ist richtig beliebt gewesen, dass man so Gated Community Parks hatte, wo alles eingezäunt ist. Und das ist auch super cool. Die sind jetzt nach und nach alle ausgestorben. Und dann dachte man, oh cool, die kann man irgendwie jetzt selber für sich nutzen. Und dann haben ganz viele dort Eigentum gekauft und sind selber natürlich dann in der Nachbarschaft unterwegs. Das sind dann so Gated Communities. Jetzt kann man diese Ferienparks, aber kannst du nicht sagen, okay, ich miete jetzt ein Haus und mache dort Kurzzeitvermietung. Das ist ganz klar geregelt, was da sein muss. Das muss ich in die Nachbarschaft einfügen. Und dadurch hat man relativ wenig Verfügbarkeiten. Also wir können ja mal, vielleicht funktioniert das mal, auf den Standort direkt daneben klicken, gucken uns die Zahlen an. Also hier sagen sie 1100 Revenue. Und wenn wir jetzt hier drauf gucken, das ist genau Nijmegen und Arnhem, sehen wir, es sind 400 oder fast 500 Euro Unterschied im Revenue und auch in der Daily Rate sind es über 20 Euro Unterschied, obwohl
es genau nebendran ist. Also es ist dieselbe Region, es ist einfach nur ein anderes Land, es ist dort teurer, die Lebenshaltungskosten sind auch teurer und das Angebot der Unterkünfte, das ist jetzt natürlich, das ist größer, jetzt im direkten Vergleich, aber ihr müsst euch vorstellen, Nijmegen ist auch eine große Stadt. Also es ist auch eine vor allem echt schöne Stadt und auch Arnhem ist eine größere Stadt. Also da ist hier der Landkreis Kreis Kleve mit Goch, Bedburghau und Kleve als solches, Emmerich gehört, glaube ich, auch noch dazu, aber viel, viel kleiner. Und ihr seht auch, wie groß, also wie groß diese Kernpunkte sind, diese Kerngebiete. Und wenn man jetzt sich vorstellt, okay, in Holland wird genauso viel gebaut. Die Unterbringungskosten sind teurer, die Lohnkosten sind teurer, es ist aber auch teurer, beispielsweise Baustoffe zu handeln oder so, kann man sich vorstellen, dass die Zielgruppe Monteure, die ja eh auch oft aus Osteuropa kommen und dadurch, dass wir jetzt diesen großen Vorteil haben, dass wir eine europaweite Ausschreibung haben von Projekten, wo sich alle drauf bewerben können, immer so ein bisschen angearscht, weil die halt gucken müssen, dass sie günstig irgendwie unterkommen, damit möglichst viel bei ihnen bleibt. Ja, das ist ganz wichtig. Und die wollen schicken ja auch viele zu den Familien und die kriegen gewisse Spesen. Das sind dann gewisse Kontingente pro Tag, mit denen die halt Kost und Logis zu zahlen haben auf ihrem Weg. Und denen ist es lieber, in Kleve zu pennen und 60 Kilometer morgens auf die Baustelle nach Groesbeek zu fahren oder so, anstatt dort 270 € die Nacht zu bezahlen für 6 Leute, wenn sie es das Gleiche auch in Kleve für 180 bekommen. Das macht aber Kleve natürlich super interessant oder die Grenzregion allgemein. Also das muss jetzt nicht nur Kleve sein, ich bin halt gerade nur in Kleve aktiv. Wie gesagt, wir gehen auch weiter hoch, also wir sind dann, ich muss gerade gucken, wo Papenburg ist. Papenburg müsste aber irgendwo hier sein. So, hier so in der Nähe zumindest. Genau, können wir auch gleich nochmal reingucken. Also auch hier runter, Richtung Belgien, ist einfach wirklich interessant. Also Aachen zum Beispiel als Standort sehr, sehr interessant, weil sehr, sehr grenznah und da genau dieselben Effekte zum Tragen kommen. Aber das muss man halt auch sagen, gerade weil das Zielgruppe Monteure sind. Monteure machen immer in der Regel ein bisschen mehr Aufwand, weil sie in der Nachbarschaft für mehr Belastung sorgen. Das muss man einfach sagen. Also Touristen sind viel unterwegs, sind kaum zu Hause, kommen dort nur zum Schlafen hin. Monteure leben teilweise bei uns in den Wohnungen jetzt schon ein Jahr lang, leben dort, fühlen sich wie zu Hause, verbringen die Wochenenden zu Hause, trinken sehr, sehr, sehr viel Bier. Rauchen sehr, sehr viel Gras. Also, und das ist einfach in der ganzen Nachbarschaft, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe es zum Glück nicht, dass ich neben einem bulgarischen Monteurtrupp wohne. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt schon presst auf dem Markt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier viel Geld verdienen kann, wenn sich hier Geld verdienen lässt, dann machen das natürlich auch viele. Und wir haben aber hier genau dieses Problem. Ich denke, ihr habt das mitbekommen. Wir haben ja hier, witzigerweise, falls jemand von euch nicht wusste, hier, ich weiß gar nicht, ob die Karte so weit reinzoomt, haben wir auf jeden Fall auch den Corona-Hotspot vom. Also, als das. Ne, man sieht es leider nicht. Schade. Heinsberg. Heinsberg? Heinz? Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, Ja, aber Heinsberg. Ja. der Corona-Hotspot schlechthin. Auch hier direkt um die Ecke. Warum war das Corona-Hotspot? Weil Tönnies um die Ecke ist und Tönnies ist halt hier auch um die Ecke. Und ich kann euch Geschichten erzählen, das heißt wahrscheinlich ein anderes Webinar nochmal, aber da wohnen in Kurzfassung 26 Leute auf 80 Quadratmetern in 3 Stockbetten, Schimmel bis halb hoch an die Decke. Es ist grauenhafte Luftfeuchtigkeit da drin. Ihr müsst euch vorstellen, 26 erwachsene Männer gehen jeden Tag duschen, berechtigt auch, die schlachten den ganzen Tag Schweine. So, die gehen irgendwann duschen, die Luftfeuchtigkeit ist zum Schreien, die Hitze da drinnen, dann kochen die alle in großen Behältern. Und das Schlimmste daran, die bezahlen halt pro Kopf 400 € im Monat für ihr Bett. So, das ist ungefähr so der Zustand dort in den Grenzregionen. Das ist ganz, ganz grausam. Da ist ganz viel Zoll unterwegs, ganz, ganz große Polizeieinsätze auch, die Leute da rausholen. Aber die Leute selber können sich gar nicht richtig wehren, weil denen wird die Krankenkarte weggenommen und auch der Personalausweis, also die sind so ein bisschen wie in Dubai auch,
wie versklavt, haben da wenig Möglichkeit rauszukommen und haben natürlich auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenig Chancen auf einem anderen Arbeitsmarkt richtig Fuß zu fassen in Deutschland, weil sie halt einfach auch vom Bildungsstand und so entsprechend sind. Sonst würde sich das mit absoluter Sicherheit kein Mensch antun. Also es ist wirklich absolut schlimm, was dort auch in der Grenzregion passiert. Und deswegen, also es ist sehr, sehr angespannt. Da muss man sehr auf die Umnutzung achten, auf den Brandschutz, dass man nicht zu viele Personen oder so beherbergt und dass man dort halt auch wirklich ein Shift macht von dem ganzen Thema Monteurzimmer. Und deswegen, wir machen dort quasi Luxus-Monteurzimmer, also echt schöne, große, geräumige Wohnungen, maximal 8 Betten drin auf 90 Quadratmetern, um sich das mal vorzustellen. Also es sind dann 4-Raum-Wohnungen oder so und da bleiben dann die Gruppen auch gerne länger. Aber wie schon gesagt, auch die Gruppen, die länger bleiben und die sich sehr wohlfühlen, die trinken gerne, die haben gern Feierabend. Und es ist einfach eine Zielgruppe, die macht wirklich Arbeit. Also ich mache das gerne, aber es ist natürlich Arbeit. Ich zeige euch jetzt nochmal Papenburg, einfach weil ich selber da jetzt aktiv werde. Und ich kann euch auch mal die Entscheidung geben, warum ich dort aktiv geworden bin. Vielleicht, vielleicht kannst du, während du erklärst, so ein bisschen die Checkboxen, die du so im Kopf hast oder die Sachen, die du dir anguckst für einen Standort oder auch gegen einen Standort noch mal ein bisschen beleuchten. So, was sind so wirklich die Punkte, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht ein K.O.-Kriterium für Standort A oder das ist ein mega attraktives Kriterium für den Standort B und deswegen entscheidest du dich jetzt in dem Beispiel für Papenburg. Genau, also ein super wichtiges Standort-Tool sind natürlich hier zu gucken, okay, wie groß sind die Räumlichkeiten, was gibt es hier auf dem Markt? Wir starten dort mit einem großen Mehrfamilienhaus mit 7 und 5 Zimmern. Deswegen ist das sehr interessant, weil es nur 11 Unterkünfte gibt, die Ähnliches tun. Und ansonsten hat man hier halt einen sehr großen Markt wieder an kleinen Wohnungen wie überall. Aber man hat auch viele 3-Raum-Wohnungen, weil man natürlich dort auch viele Monteure unterbringt und das mittlerweile angekommen ist, dass Monteure da durchaus mehr Räume bevorzugen. Wie ich mich immer entscheide für einen Standort, das hängt immer auch so ein bisschen von dem Projekt ab. Aber ich schaue immer, okay, ist es realistisch, dass meine Zielgruppe dort ist? Ein Beispiel, das habe ich auch in dem Blogpost mal gemacht, wenn du eine Wohnung in der absoluten Innenstadt hast und da ist jetzt egal, ob das Kleve ist, ob das Leipzig, Göttingen oder Bochum ist, in der Innenstadt hat man immer ein Problem und das Problem sind Parkplätze. Also alle Leute, die in der Zielgruppe vornehmlich mit dem Auto anreisen, sind da nicht so interessant. Und das sind zum Beispiel Geschäftsreisende und Monteure. Es gibt immer mehr, die mit der Bahn anreisen an Geschäftsreisenden, deswegen ist das kein Ausschlusskriterium mehr unbedingt. Aber gerade so, wenn man sagt, oh, ich hätte da eine Wohnung in der Stadt, könnte man ja mal mit Monteuren starten. Gar keine gute Idee. Genauso ist es andersrum, wenn man jetzt in den Randbezirken ist und genau weiß, die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist nicht so gut und ich habe das Problem, dass die Leute also nicht so gut in die Stadt kommen und auf dem Auto angewiesen sind während ihres Urlaubs. Ist auch nicht so perfekt für Touristen. Wenn du aber weißt, du hast da sicher einen Parkplatz vor der Tür und alles andere an Annehmlichkeiten, die man halt so in der Randregion hat, also man hat trotzdem noch alles zum Einkaufen, also so die Umgebung, die Infrastruktur passt trotzdem. Aber man ist halt nicht im Innenstadtgewusel, man geht dem Verkehr aus dem Weg, man hat nicht mehr so viel Berufsverkehr und Stau, ist das natürlich zum Beispiel auch interessant für Monteure oder für Geschäftsreisende, die halt eh mit einem Ziel vor Ort sind, die arbeiten sind und nicht unbedingt Sightseeing machen wollen. Und dann natürlich auch immer so ein bisschen der Blick darauf, wie sieht es denn aus mit der Größe der Wohnung. Also was gibt es hier? Ne? Wenn wir jetzt mal Leipzig eingeben, auch so ein Standort, da gibt es ja noch keine Beschränkungen, deswegen sind relativ viele aktiv. Nicht erschrecken, genau 2600 aktive Einheiten haben wir gerade. Wenn man Booking mit dazu nimmt, sind es ungefähr 3600. Und dann sieht man hier, es ist ein absolut perfektes Beispiel, man sieht 156 Studios, man hat 1000 Einraumwohnungen ungefähr. Das sind dann genau diese Wohnungen, die halt perfekt für Touristen sind. Man hat 351 Zweiraumwohnungen. Das ist dann schon eher wieder perfekt für kleine Familien, weil wenn ich jetzt mit meiner Familie in den Urlaub fahre, möchte ich, dass mein Kind
mit einer Tür zwischen uns schlafen kann und wir trotzdem noch ja, Fernsehen gucken, Netflix, was auch immer, dass wir einfach noch so ein bisschen Pärchenzeit haben und das Kind quasi nicht neben uns liegt. Genau, das ist so der Hauptfaktor. Und wenn man dann hier hinten weiterguckt, das ist dann halt schon eher so eine größere Gruppe, meinetwegen Fahrradtouristen. Ich meine, in Leipzig rundherum, viele Seen, auch eine tolle Landschaft, kann man auch mal mit dem Fahrrad vorbeikommen. Und dann gibt es sehr, sehr wenig Vierraumwohnungen und Fünfraumwohnungen, fast gar nicht. Das hat was damit zu tun, dass das auch alles WGs haben. Ist auch gut so, meiner Meinung nach. Braucht man in der Innenstadt von Leipzig nicht in die Vermietung aufnehmen. Aber ich betreue eine Kundin von uns, die hat eine Dreiraumwohnung. Der Umsatz diesen Monat war bei 4.700 Euro. Und eine andere Kundin von uns hat eine Vierraumwohnung. Der Umsatz war 5.800 Euro. Also ihr seht, je kleiner das Angebot, je schmaler das Angebot, desto interessanter ist es auch. Ich kann euch versichern, diese Studios und diese Einraumwohnungen liegen irgendwo zwischen 1.800 und 2.100 Euro im Monatsumsatz. Dafür mache ich das einfach zu lange. Wenn man richtig gut ist, ist man auch bei 2,4. Es sind ja viele Veranstaltungen, dass sich das schon auch durchaus lohnen kann und die Mietpreise auch interessant sind. Aber eine 4- oder eine 5-Raum-Wohnung auf so wenig Konkurrenz funktioniert eigentlich immer. Also da kann man dann halt auch schon sicher sein. Und hier sieht man dann halt auch mal, also vermeintlich kein interessanter Standort, weil er halt eine sehr starke Schwankung hat. Wir sehen es hier auch, 83% und 42% ist auch echt nicht zu unterschätzen. Die Schwankung merkt man schon sehr, sehr stark. Ist also auch kein High Potential, dieser Standort, auch wenn alle sagen, es ist so ein geiler Standort, aber wir haben viel zu viel Konkurrenz. Viel interessanter sind Standorte, die sehr wenig Konkurrenz haben, aber auch keine Beschränkungen. Können wir mal in Darmstadt reingucken, mal gucken, ob es funktioniert. Dürfte eigentlich wesentlich höher sein. Nee, funktioniert natürlich nicht. Gucken wir uns mal Offenbach an. Was sieht zu Offenbach aus? Offenbach hat auch noch keine Beschränkungen. Auch ein interessanter, nee, funktioniert auch nicht. Ja, die großen Städte sind alle so in dieser Range. Kann man schon sagen. Also es ist immer eine große Schwankung im Winter. Man hat natürlich weniger Reiselust, man hat weniger Veranstaltungen draußen. Ich hoffe, ich kriege mal noch ein gutes Beispiel. Muss ich mal überlegen, Göttingen könnte noch sehr gut nachgefragt sein, aber jetzt kriegen wir nur den Landkreis, das ist natürlich auch verwaschen. Ja. Da müssen wir mal in die großen Standorte rein. Ich bin eigentlich kein Freund davon, Berlin zu zeigen oder so, aber wenn es nicht anders geht, müssen wir hier mal rein. Also da sieht man schon, die Konkurrenz ist immens, also riesig, 7.000 Einheiten. Wir sehen auch, das ist alles schön in der Innenstadtlage. Ihr habt ein Revenue trotz dessen von 1.400 und eine Daily Range von 100 Euro pro Nacht. Das, also das ist ein absoluter High-Potential-Standort, weil einfach extrem viele Leute kommen. Das muss man einfach sagen, hat aber auch eine gute Schwankung. Also ihr seht das hier auch Januar, Dezember, November, diese Standardmonate, die wir wahrscheinlich alle kennen, auch da ist Berlin so halbtot. Ja. Machen alle ein bisschen Pause, KitKat muss warten, bis es wieder ein bisschen wärmer wird und dann, aber auch hier sehen wir, also nochmal, um das Ganze zu verdeutlichen, wir sind echt in diesem Segment sehr, sehr breit aufgestellt und alles, was größer wird, ist dann entsprechend auch kleiner. Mal gucken, ob wir, wenn ich so draufklicke, ich glaube, ich kriege sie leider nicht angezeigt, jetzt hier eine Vierraumwohnung zu suchen, ist eigentlich Nadel im Heuhaufen. Aber da werden wir schon sehen, dass die Tages- und auch die Preise pro Nacht wesentlich höher sind. Nee, das macht keinen Sinn. Okay. Ja. Jetzt grätsche ich mal gerade ein. Wir sind gerade schon 40 Minuten im Deep Dive und jetzt habe ich es verstanden, okay, du guckst dir quasi so ein paar Standorte an, würdest dann entscheiden, okay, wir haben jetzt in meinem Beispiel, um zurückzukommen auf mein Beispiel, wir haben jetzt irgendeine Stadt, nehmen wir zum Beispiel mal Aachen, identifiziert, ja, wir haben verstanden, oder ich habe verstanden, Grenznähe ist interessant, die Zielgruppe an sich ist vielleicht nicht verkehrt, eine Innenstadtlage oder eine Citylage generell kriegt man ganz gut ausgelastet. Die Anreise mit dem Fahrrad wäre jetzt vielleicht auch für eine Innenstadtlage nochmal ganz, ganz clever, weil kriegt man ja irgendwie unter und kriege ich in jedem Fall vermietet, ja, sei es jetzt ein Fahrradreisende oder auch normale Touristen. Jetzt habe ich natürlich große Sorge vor den Regulierungen. Also jetzt weiß ich ja gar nicht, was ist in Aachen überhaupt los.
Darf ich das? Was muss ich berücksichtigen? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Und naja, wie finde ich jetzt auch letzten Endes den richtigen Standort, die richtige Ferienwohnung oder das richtige Objekt? Also grundlegend hier an der Stelle nochmal gesagt, egal wo ihr in Deutschland sucht, eine Nutzungsänderung bringt man immer, also bringt das ganze Thema einfach immer mit. Natürlich gibt es so eine Toleranz und wenn man gerade erst anfängt und gar nicht weiß, ob man das langfristig betreiben will oder so, kann die Stadt auch gar nichts machen, weil sie muss euch ja eine dauerhafte Änderung der Nutzung nachweisen. Das dauert seine Zeit. Trotzdem ist es empfehlenswert, sich halt von Anfang an um dieses Thema zu kümmern und einfach auch dann natürlich mit einem guten Bauchgefühl diese Nutzungsänderung durchzuziehen. Was man machen kann, ist Zweckentfremdungssatzung und dann die Stadt dahinter eingeben die Region, in der man sich, für die man sich interessiert. Trier zum Beispiel, Aachen, Köln, Bonn, Düsseldorf, Dortmund, die sind alle von Zweckentfremdungssatzungen betroffen. Da ist es also sehr, sehr schwierig. Standorte wie Kleve auch nicht betroffen, aber sehr, sehr reguliert und sehr eingeschränkt. Das Ganze ist sehr ungern gesehen durch die Fallbeispiele, die ich vorhin genannt habe. Und dort kostet eine Umnutzung einfach erheblich mehr, weil die Behörden einfach versuchen, alles rauszuholen, was geht, damit du es nicht machst. So, es gibt aber auch Standorte wie hier rund um Göttingen. Ja, wenn wir mal reingucken, ist eine ganz strukturschwache Ecke. Hier alles so zwischen Kassel und Göttingen. Wir sind ja hier auch unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich es finde. Es ist wirklich sehr, sehr klein. Aber wir sind hier in Katlenburg-Lindau. Ist eine gute Ecke. Das ist noch am Harzrand. Also hat man auch so ein bisschen noch Tourismus. Und man hat tatsächlich den Vorteil, dass sich niemand dafür interessiert. Also klar, baurechtlich müsste man es trotzdem machen. Es gelten andere Brandschutzverordnungen und sowas. Aber gerade hier in solchen Regionen, wenn man sagt, okay, man kommt eh aus Niedersachsen, Göttingen ist nah dran, man kennt sich so ein bisschen aus und man weiß, okay, was im Harz ist vielleicht noch interessant und was nicht. Da gibt es ja auch richtig tolle, tolle Lagen, gerade im Ganzen. Hier ist Katlenburg-Lindau stark, wir haben es gefunden. Hier. Und da gibt es aber natürlich auch Herzberg am Harz, da gibt es auch immer ein großes Festival, das ist wirklich direkt am Harz. Also hier gibt es auch ganz tolle Lagen. Braunlage natürlich wird jeder kennen. Absolutes Tourismusgebiet, absolut mitten im Herzen vom Harz. Hier macht man mit Sicherheit nichts falsch und auch hier ist der Leerstand immer noch extrem vorhanden. Wir können ja mal in eine relativ große Stadt gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Gebiet jetzt anklicken kann, aber ich kann es mal eingeben, was wir da an Unterkünften haben. Das ist auch so ein Effekt, den wird man überall sehen. Überall, wo es strukturschwacher ist, wo weniger Menschen wohnen, gibt es plötzlich mehr Ferienwohnungen, so von Natur aus. Hier sehen wir es ganz gut. Alles so rund um den Harz ist auch relativ dicht besiedelt und wir haben trotz allem echt eine Top-Auslastung, nur 200 € weniger Revenue im Vergleich zu Berlin. Wir haben eine ähnliche Auslastung. Wir haben natürlich einen kleineren Tagespreis, aber auch der ist absolut solide. Und wir sehen, es ist trotzdem auch viel Saisongeschäft. Aber natürlich auch, weil Harz und Wanderung hat man ein längeres Saisongeschäft als jetzt nur den Sommer. Das ist aber, sind die Mieten extrem gering. Also wirklich extrem gering, wenn man jetzt nicht gerade in Braunlage guckt oder so, sondern wirklich hier so gerne auch hier in so einem Minidorf irgendwie. Ich will nicht wissen, was sie für dieses Haus bezahlen. Es ist echt sehr, sehr günstig. Man kann dort Mehrfamilienhäuser für 100.000 € kaufen, wo 8 Wohneinheiten drin sind. Also es ist echt kein Vergleich zu anderen Regionen, die ein bisschen urbaner sind. Und hier findet man eigentlich auch immer relativ schnell irgendeinen Vermieter, der damit fein ist. Wo es halt nicht so angespannt ist. Und sonst ist es ja immer so ein bisschen die Überzeugung, okay, wie trete ich auf? Wie sehr habe ich mich damit auseinandergesetzt? Was ist das für ein Vermieter? Ist das ein Investor? Hat der richtig viele Einheiten in der Hinterhand und dem ist total egal, was passiert? Hauptsache Geld kommt rein. Das ist dann auch immer super für Monteure oder so. Wenn man aber jemanden hat, wie die Oma Erna mit einer Anliegerwohnung über ihrer eigenen Wohnung oder ihrem eigenen Bungalow oder Haus, dann ist es natürlich so,
der ist die Wohnung extrem viel wert. Die hat da extreme Bange und Sorge und das ist ihr absolutes Heiligtum und sie wohnt auch noch unten drunter. Da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein. Da wird eine Überzeugung sehr, sehr viel Kraft kosten. Und das, was echt doof ist, die Kraft, die es kostet, kostet es ja eigentlich immer gleich. Also ne, jemanden von sich selbst zu überzeugen, sich gut zu verkaufen, ein Geschäftsmodell zu verkaufen, das kostet immer eine gewisse Energie. Wenn ich die Energie aber in jemanden reinstecke, der entweder ein gutes Netzwerk hat oder viele eigene Wohnungen im Bestand, dann spare ich mir natürlich diese Überzeugungsleistung in den folgenden, also wenn ich wachsen, selbst skalieren und wachsen möchte, weil ich dann jemanden schon habe, mit dem ich tendenziell mitwachsen kann. Ne? Oder der bereit ist zu sagen, hey, ich teile dich mit meinem Netzwerk und ich gebe dir jetzt irgendwie so noch ein paar Kontakte und frag die doch mal an. Deswegen ist meine Empfehlung auch im Mentoring immer ganz klar, sucht euch halt größere Investoren, sucht euch Leute, denen die einzelne Wohnung jetzt nicht so extrem sehr am Herzen liegt, dass ihr da halt auch ein bisschen freie Handhabe habt. Und wenn ihr mit solchen größeren Investoren, gerade in jetzt so zinsstarken Zeiten und man kauft immer noch nicht gut ein, aber man will ja weiter wachsen, wenn man mit denen dann spricht, eine leichte Mieterhöhung zahlt oder beispielsweise auch einen Vertrag für ein Jahr unterschreibt statt mit einer normalen Kündigungsfrist, dann nimmt man dem schon sehr viele Argumente dagegen. Und natürlich, es wird immer Leute geben, das sind auch zu individuelle Verneinungen oder Argumente dagegen, als dass ich jetzt viele aufzählen könnte und zu allem ein Gegenargument hätte. Aber viele haben halt immer Bedenken, die sie vorschieben. Und man muss sich so ein bisschen durchkämpfen, wo die wirkliche Angst liegt. Und die ist eigentlich gebündelt auf drei Säulen zu finden. Das ist so ein bisschen die Sicherheit. Es ist so ein bisschen das Thema Vertrauen in dich als Geschäftspartner, das Thema Sicherheit, was die Wohnung angeht, also Zielgruppe, kann ich denn überhaupt sicher sein, dass die Wohnung danach noch so aussieht wie vorher? Und dann ist das Ganze halt auch die Ausgangslage. Also was habe ich denn für eine Situation? Habe ich einen sehr saturierten Menschen vor mir, dem es gar nicht ums Geld geht oder so? Der hat wahrscheinlich auch weniger Interesse, wenn du dann sagst, ich zahle dir 50 Cent mehr den Quadratmeter. Aber wenn du ihm halt sagst, hey, ich sorge dafür, dass du gar keinen Stress mehr hast mit deinen Immobilien und ich vermarkte die komplett für dich und du hast damit nichts mehr an der Mütze, dann ist das natürlich ein großes Argument für ihn, weil meist sehr finanziell saturierte Menschen, also sehr gesättigte Menschen, die auch schon viel erreicht haben oder einen hohen Kontostand haben, die haben natürlich nicht so ganz großes Interesse, dass das viel größer wird. Das ist bei einem Studenten anders. Und die haben mehr Interesse daran, sehr, sehr viel Zeit zu gewinnen. Weil meistens sind das Geschäftsführer von größeren GmbHs, die sind in größeren Konzernstrukturen gefangen oder so. Und da ist wirklich jede Minute Gold wert. Und wenn ihr da dann halt mit dem Zeitaspekt kommen könnt und sagen musst, hey, du verdienst mehr, aber machst viel weniger mit der Wohnung, musst dich auch nicht um neue Mieter kümmern oder so, das mache alles ich, dann habt ihr da natürlich sofort einen Fuß in der Tür. Und was ich empfehlen kann, ist, macht euch Gedanken, was ist eure Zielgruppe? Sind das Paare? Sind das Familien? Sind das größere Wohnungen? Dann habt ihr einen leichteren Markteinstieg, weil es viel weniger Konkurrenz gibt, aber habt natürlich auch ein höheres Startinvest und ihr habt auch ja, für euch selber ein höheres Risiko, weil ihr natürlich auch mehr Miete zahlt und so. Also da muss man schon auch ein bisschen Mumm haben für. Zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach eine große Wohnung und versuche es damit. Was ich sagen kann, ist, ich kenne keinen, der damit irgendwie auf die Nase gefallen ist. Also große Wohnungen funktionieren eigentlich flächendeckend gut. Und wenn man sich dann überlegt, okay, was ist denn meine Wunschzielgruppe und matcht die denn halt mit dem Angebot, was ich habe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf die Eifel zu sprechen komme, wir können, wenn Zeit ist oder wenn Bedarf besteht, auch gerne mit einem von euch nochmal in den direkten Austausch gehen, was oder ihr könnt Vorschläge machen und mal meine Meinung dazu einholen. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, ich gehe in eine Region, wo relativ viele Städte sind oder so, kann man ja auch mal machen. Worauf sollte ich achten? Ich würde persönlich da immer darauf achten, je nach Zielgruppe, dass es einen Parkplatz gibt, dass ihr aber auch für die Zielgruppe direkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Familien denke, guckt halt, dass die Einrichtung für Familien ausgelegt ist, dass da Kinderbesteck ist, dass ihr
auch entsprechend dann mehr als ein Zimmer habt, nicht nur mit einem Studio-Apartment für Familien auftaucht, dass es vielleicht ein Kinderzimmer gibt, dass da gerne essen. Ja, okay, gehen wir Ja, über ich wollte Essen es gerade rein. sagen, der Lennart wünscht sich gerade Essen. Und zum Thema Einrichtung muss ich natürlich die Hand heben und sagen, ey, meldet euch bei Roamlike. Wenn ihr irgendwas braucht, auch zielgruppenspezifisch, dann helfen wir euch natürlich gerne weiter. Ihr könnt selber bei uns einkaufen oder auch in die Beratung mit uns für neue Ferienwohnungen reinsteigen. Wir machen ja auch Einrichtungsberatung und helfen euch, das ganze Thema in die Gänge zu bekommen und kümmern uns dann mit euch zusammen darum, genau zielgruppenspezifisch auch einzurichten. Also das, was Kelvin gerade angesprochen hat, das machen wir sehr, sehr fleißig und erfolgreich. Hängen da ehrlicherweise ein bisschen hinterher, die Cases auch zu präsentieren, wie das halt so geht. Aber die Vermieter, die mit uns gestartet sind, sind auch schon sehr, sehr erfolgreich am Markt und kriegen aktuell nur 5-Sterne-Bewertungen auf Airbnb. Also das läuft sehr, sehr gut. Schauen Sehr wir uns mal schön. Essen an. Genau, schauen wir uns Essen an. Also jeder, der noch nicht so genau die örtlichen Kenntnisse von Essen hatte vorher im Kopf, der hat es spätestens jetzt. Also Essen ist absolut Ruhrgebiet. Wir liegen da in einem sehr konzentrierten Spektrum. Also ich zoome nochmal raus. Ihr seht ganz Deutschland auf der Karte. Genau hier zwischen Dortmund und Köln leben 8 Millionen Menschen. Also 10% von Deutschland ungefähr, ganz grob. Es ist also ein extrem großes Gebiet. Wir haben 8 DAX-Unternehmen, die angesiedelt sind in der Ecke. Dementsprechend auch viele Geschäftsreisende, die auf dem Markt aktiv sind. Und wenn wir uns jetzt hier angucken, wir sehen gleich den Trend. Es gibt einen Trend in Essen. Jeder, der sich mit der Stadt ein bisschen auskennt, weiß, dass alles hier so, ja, nicht so gern gesehen ist. Also alles, was hier so in der Ecke ist. Und aber Rüttenscheid und überhaupt so der Süden, das ist so die wunderschöne Schokoladenseite von Essen. Da ist die Krü, da sind Sterne-Restaurants von Nelson, dem Fernsehkoch, kennen bestimmt auch einige von euch. Die Schote ist dort. Also wir selber sind auch mit 12 Einheiten in Essen am Start. Deswegen kenne ich den Standort sehr gut. Wir sehen jetzt hier einen Durchschnittsübernachtungspreis, der kommt auch ziemlich gut hin. Und wir sehen auch hier gibt es Schwankungen im Markt. Ganz klar, also die hat man eigentlich auch fast überall, außer man hat wirklich einen Standort, wo Skigebiet und also sowas wie Oberstdorf oder Freilassing oder so, was halt wirklich einfach im Skigebiet liegt, an der Grenze zu Österreich. Ansonsten haben wir einen ganz soliden Revenue. Jeder, der in Essen schon mal geguckt hat, weiß, dass die Mietpreise und der Leerstand auch entsprechend attraktiv sind. Also ich glaube, ich kenne keine westdeutsche Stadt, in der man so günstig mieten kann wie im Ruhrgebiet und Essen allgemein, auch hier gerade in den nicht so beliebten Ecken. Also wir haben zum Beispiel hier in Frillendorf, mal gucken, ob wir eine Wohnung von uns finden. Aber in Frillendorf haben wir auf jeden Fall auch eine Wohnung. Ah ja, guck mal, da ist sie. Da sieht man es. Also wir haben mit einem Studio, ihr seht ja jetzt die Kennzahlen, ein Bett, ein Bad, 2 Personen, die reinpassen. Haben wir eine Buchungsrate von 241 Tagen, wo es verfügbar ist, buchbar ist. Und wir haben eine Auslastung mit einem Durchschnitt von 93 Euro pro Nacht. Also sehr stark auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Also Ferienwohnungen funktionieren hier auch sehr gut. Was wir auch viel haben, sind tatsächlich Monteurwohnungen. Die laufen auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau gut. Aber wenn man viele Personen unterbringen kann, oh, jetzt bin ich rausgekommen. Bochum ist aber auch interessant. Genau, hat man dort auch sehr gemischte Gruppen. Also dadurch, dass es ein sehr, sehr baulastiges Gebiet ist, da wird gerade sehr, sehr viel in die Wände reingesteckt, weg von Kohle und von den ganzen Ernestinen hin zu mehr Qualität, mehr Wohnraum. Die versuchen natürlich jetzt auch alles so zu entwickeln, dass wieder viele Leute sich ansiedeln. Das funktioniert auch sehr gut. Es gibt eine sehr, sehr renommierte Universität, die hier auch einiges nochmal anzieht. Und wir haben halt den großen Vorteil, dass halt Rüttenscheid wirklich so ein Ding ist, wie in Düsseldorf auch auf dieser einen Meile, wo sich einfach sehr, sehr viele Leute sehen lassen wollen, wo es einfach schön ist, wo es auch Spaß macht, lang zu laufen. Also ich bin selber auch sehr gerne in Essen. Man hat hier auch einen sehr schönen Stadtwald.
Ja, also wir können hier mal reingehen. Ihr seht wieder sehr, sehr großer Überbedarf an Einraumwohnungen und Studios. Im Vergleich dazu sehr wenige Dreiraum- und Vierraumwohnungen. Fünfraumwohnungen gibt es quasi eine, nee, zwei. Und wir haben aber hier ein sehr solides Wachstum. Also es ist jetzt nicht extrem hohe Nachfrage. Es kommen nicht sehr, sehr viele neue Inserate online. Wir haben auch ein ausgewogenes Verhältnis von den Annehmlichkeiten. Hier aber auch wieder der Tipp, wenn möglich, dann stellt einen Waschtrockner rein, stellt einen Parkplatz zur Verfügung. Das scheint hier auch ein ganz großer Flaschenhals zu sein. Also Parkplätze überhaupt in so größeren Städten und auch Städten, wo sehr, sehr viele Menschen aufeinander kommen, immer ein Thema. Kabelfernsehen, auch hier wieder was, was angesprochen wird. Kann man sich entscheiden. Ich denke, man macht keinen Fehler, wenn man Kabelfernsehen anbietet. Und man sieht hier auch nochmal vielleicht da der Hinblick, es gibt nur 117 Wohnungen, die ganzjährig verfügbar sind, aber es gibt auch insgesamt nur 37% von den 644 Apartments, die ganze Zeit buchbar gemacht werden. Bedeutet, man hat hier halt so einen großen Anteil an Wohnungen, die immer mal auf den Markt geschmissen werden. Ich gehe jetzt ganz, ganz stark davon aus, dass das Messegäste sind, wo die Leute sagen, boah, zu der Messe, da gebe ich meine Wohnung frei, das lohnt sich extrem. Wir hatten jetzt auch ganz viele Buchungen für die Düsseldorfer Messe, die in Essen gebucht haben, weil es einfach so, so viele Leute im Umkreis angezogen hat. Und da werden es einfach ganz viele nutzen. Haben wir in Leipzig auch ganz, ganz viele, die sagen, zur Buchmesse fahre ich mit meiner Freundin in die Sächsische Schweiz und wir geben unsere Wohnung in die Vermietung. Das ist so ein typisches Phänomen in Messestädten. Und tatsächlich permanent buchbar sind nur ganz wenige. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, gerade wenn auch nur 37% die ganze Zeit erreichbar sind. Dann sind das genau die, die hier auch hier in der Performance liegen. Und man sieht, man hat auch ganz wenig lange Aufenthaltsdauern. Also kaum jemand stellt einen Mindestaufenthalt auf 4 Tage. Bedeutet, man hat auch viele One-Nighter, man hat viele Kurzzeitgäste. Ist natürlich für die Leute interessant, die wirklich in das Thema Kurzzeitvermietung reinschnuppern wollen. Und man hat ganz, ganz wenig auf Fevo direkt. Da kann man also, wenn man alleine, wenn man das Inserat auf Fevo direkt stellt, hat man schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil man einer von 6% in der Stadt ist. Das lohnt sich also durchaus. Und wir können uns jetzt auch gerne Essen nochmal angucken. Auf Booking, einfach um mal direkt in das ganze Thema reinzusteigen. Gehen mal wieder auf 2 Erwachsene und ein Zimmer nächste Woche. Und da sehen wir, es gibt 122 Unterkünfte, die auch alle für den Mietpreis auf jeden Fall solide sind. Aber wir sehen auch hier liegt schon ganz klar auch der Fokus auf Monteuren immer mal wieder. Man hat dann hier natürlich noch ein paar Hotels mit dabei, die alle verstanden haben, dass sie auf Booking buchbar sein sollten. Und wenn wir jetzt reingehen und gucken, okay, was kriegen wir dann für beispielsweise 6 Erwachsene und wir suchen mal mindestens mit 2 Zimmern, da wird man dann schon sehen, dass der Markt wesentlich angespannter ist. Mal schauen, lädt es gerade nicht, oder? Okay. Da sieht man, es gibt 79 und der Preis ist natürlich dann auch wieder ein ganz anderer. Da bewegen wir uns in einem sehr, sehr deutlich höheren Bereich. Das ist natürlich dann auch immer in der Situation für euch sehr gut. Genau, also abschließend lässt sich sagen, wenn der Standort nicht spannend wäre, wären wir nicht mit 12 Einheiten drin. Also es ist wirklich schon ein cooler Standort. Man hat halt sehr, sehr gute Wachstumsmöglichkeiten durch hohen Leerstand. Man hat, wenn man ein paar gute Partner im Ruhrgebiet findet, auch Investoren, die Möglichkeit, schnell zu wachsen und auch sicher zu wachsen. Das ist jetzt kein Standort, der extrem schwankt, wo man mit Existenznot kämpfen muss. Das Einzige, was wirklich ein Riesennachteil ist, dadurch, dass die Wohnungen alle einen ganz schönen Sanierungsstau haben oder viele davon auf jeden Fall einen ganz schönen Sanierungsstau haben, weil es genau wie Gelsenkirchen und Bochum jetzt nicht so ein Standort oder Bocholt nicht so ein Standort war, wo man gesagt hat, da muss ich jetzt hier richtig viel Geld reinpumpen. Das ist ein High Potential für die nächsten Jahre. Und deswegen sind die Leute investitionsfaul gewesen. Das bedeutet, man heizt dort oft noch mit altmodischen Sachen. Also wir haben jetzt in ein paar Wohnungen noch, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Ja, aber so alte Heizungen, wo man Steine reingeschmissen hat, die kommen gerade wirklich nicht auf den Namen. Ist auch, also sind extreme Stromfresser, wird uns extrem viel kosten. Wir bezahlen pro Monat jetzt schon einen Abschlag von über 100 € pro Wohnung, haben aber nochmal eine Rücklage von derselben Höhe gemacht, einfach um da nicht in eine miese Nachzahlfalle zu rutschen. Genau, ja. Aber hast du noch Fragen zu Cool. Essen? Hast du es ein bisschen verstanden? Also es kommt auch in Essen tatsächlich immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an, um dir zu sagen, wo sich's am ehesten lohnt zu starten. Aber ich sag mal so, wenn du hier im südlichen Teil bist, am Stadtwald oder so, machst du auf jeden Fall gar nichts falsch. Dieser See hier ist auch richtig schön. Also da kann man wirklich auch baden gehen. Und ansonsten lässt sich halt sagen, je näher man auch an den sonst interessanten Messen ist oder so, ne, Düsseldorf. Also wenn du hier unten bist, kriegst du noch relativ viel ab von Düsseldorf, was natürlich auch interessant ist, weil Düsseldorf ein aktives Zweckentfremdungsverbot hat und dementsprechend da sehr reguliert ist und man da einfach gut von profitieren kann, dass man so in der Nähe ist. Cool. Kevin, ich würde sagen, erstmal ganz lieben Dank für die vielen Insights, das sehr, sehr detaillierte Hands-on-Durchführen, so durch deine Gedanken und deine Prozesse. Ich glaube und hoffe, das hat vielen nochmal den einen oder anderen Impuls gegeben. Wir haben jetzt kurz nach 8, deswegen würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Aber wenn es euch gefallen hat, dann schreibt entweder gerne in die YouTube-Kommentare oder in das Formular zum Webinar-Feedback, was euch noch fehlt, beziehungsweise was ihr euch jetzt als nächste Schritte für so ein Folgewebinar dazu wünschen würdet. Ich glaube, was so die nächsten Schritte wären, wäre ja genau, wie finde ich die richtige Unterkunft, wie finde ich den richtigen Vermieter, wie überzeuge ich den von meinem Projekt und welche rechtlichen Hürden muss ich nehmen, um dann auch wirklich erfolgreich starten zu können. Ich glaube, da können wir auch noch mal eine Menge von dir lernen, Kevin. Das wäre dann wahrscheinlich ein tolles Follow-up. Bis hierhin erstmal ganz lieben Dank, auch für alle, die dabei waren. Und damit würde ich sagen, hartes Ende, schönen Abend und bis bald. Juti, machen wir so, bis denne.